Der dritte Datensatz des Saarländischen Staatstheaters trägt den Titel Historische Aufnahmen. Das ist ein Datensatz von über 500 Bildern von der Planung des Staatstheaters im Jahr 1936 über die Eröffnung 1938 bis hin zur Zerstörung durch Bomben im Jahr 1942. Dieser Datensatz ist interessant für alle, die gerne in Baugruben schauen natürlich, aber auf der anderen Seite hat er natürlich auch eine sehr wichtige historische Dimension, denn das Saarländische Staatstheater ist ja geplant und gebaut worden nach der großen Abstimmung, der Volksabstimmung im Jahr 1935, als sich die Saarländer dafür entschlossen haben, an Hitler-Deutschland angegliedert zu werden.